Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Uncharted Drakes Schicksal. Heute geht es weiter auf der Suche nach Eldorado. Die Spanier haben echt viel Mist dagelassen. Ja, zum Beispiel Holzgerüste, wobei... Ja, ich glaube, er redet eher von deren Helmen, wie wir beim letzten Mal gesehen haben. Ja, einfach sicherheitshalber Pistole ziehen, ist... Lässt mich dann immer Vorsicht, so... Nate, das ist echt tief. Kein Witz, oder? Lässt mich dann immer so ein bisschen Sicherheit verspüren, wenn ich das hier mache. Wir müssen da rüberkommen. Und zwar so. Ja, so. Sieht gut aus. Nice. Ich dachte schon, wir müssen jetzt hier irgendwie klettern wieder, aber Gott sei Dank nicht. Das Klettern ist so ziemlich der beschissenste. Nee, das Schießen ist eigentlich der beschiss. Halt! Da war was. Genau, neun Sekunden. Daran erinnere ich mich noch. Dabei habe ich beim ersten Mal so unglaublich gefailt. Und zwar hier. Schatz, Goldring von Ornamenten. Mit Ornamenten, nicht von Ornamenten. Ja. Einer von 60 Schätze, die sind im ganzen Spiel verstreut und ich glaube, ich habe beim ersten Mal 12 gefunden oder so. Schauen wir mal, mehr als 12 hinkriegen einfach mal. Idealerweise, also ich bin ultra mit mir selbst zufrieden, wenn ich die Hälfte, also 30 schaffe. Schauen wir mal. Erster Schatz, Belohnung, nice. Die habe ich auch noch auf der PS3 hingekriegt, viel mehr nicht. Moment, warum habe ich... Achso, ich habe gerade geschossen. Ich dachte gerade schon, warum habe ich mehr? Moment, wie kann ich nochmal nachladen? So. Genau. Okay. Steintor. Und Hebel. Oder nicht Hebel, sondern so eine Kette. Mir fällt jetzt erst auf, dass das quasi... Beim ersten Mal Uncharted spielen habe ich das gar nicht mitbekommen, dass das quasi dieselben Ketten sind wie in The Last of Us. Nur hier wirken sie ein bisschen weniger... weniger natürlich als wie bei The Last of Us bei den Garagentoren. Aber das finde ich cool. Oh, das hier war immer beschissen. Das hier. Ja, siehste. Ich krieg das einfach. Lass mich mal. Also soll nicht dran lassen, okay. Weil das ist wirklich so heftig. Okay, und durch. Ich halte sie auf. Versuch du, sie von innen zu blockieren. Ja, wie jetzt? Beeil dich, Nate. Ja, beeil dich, Nate. Tipp. Schieben Sie den Karren. Oh, nice. Oh, diese Tipps sind beeil aber neu, oder? Pack's nicht mehr lange. Oder sind die nur am Anfang? Keine Ahnung. Okay, lass los. Das müsste halten. Mach schnell, Sally! Das war mir etwas zu knapp. Hoffentlich gibt's hier eine Hintertür, was? Moment, das kenne ich doch. Ich glaube, das kenne ich aus Drakes Tagebuch. Oh. Moment. So, genau. Ja, hier. Das Ding scheint eine Art Lampe oder Leuchter zu sein. Versuch mal, es anzuzünden. Da hast du so oft über die Zigarre gemotzt und jetzt nutzt sie uns, was? Das finde ich aber cool. Das Tagebuch. Ich kann mich sogar noch daran erinnern an das Tagebuch und an andere Nutzen, aber ich finde es trotzdem geil. Wollte ich nur mal sagen. Kann ich das auch? Nee, ich kann das nicht außerhalb von dem Dinger, von so Special Events aufmachen. Wir müssen den Schrott irgendwie wegrollen. Ja. Gibt's hier wieder was explodiert? Das Holz ist trocken. Wir könnten es verbrennen. Verbrennen im Sinne von dem hier? Cool. Schön. Nice.
der erste Puzzle unter Anführungszeichen gelöst. Es kommen noch schwierigere, vertraut mir, zu denen ich nicht mehr die Antwort weiß, also. Immer in so Ecken schauen, ob da die Schätze liegen. Ich möchte wirklich die Schätze finden. Also. Und jetzt? Es ist hier ein riesiger Raum und wir gehören scheinbar nach unten da lang. Kriegen wir hin. Also zumindest Nathan. Keine Ahnung, was Tolly macht, aber egal. Ich will hier runter. Halt! Sterben. Oh nein! Er sagt, oh nein! Okay, also jetzt nicht verrecken. Hier, glaube ich. The fuck? Wollte mich hier runterlassen. Halt! Sal! Oh, nee! Das war jetzt nicht meine Schuld, ich schwör. Es fängt ja schon gut an. Oh so, okay. Nate. Das konnte ich vor 30 Jahren vielleicht. Nein! What the fuck geht denn jetzt ab? Tödliche Suche, oder was? So heißt der Part vielleicht. So. Okay, also Geschwindigkeit. Okay, hier kurz ausruhen und schauen, wohin. Ne, runter, oder? Okay. Ist da hoch? Okay. Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Oh, hier auf die Ranke. Okay, nice. Sehr gut. Du schaust irgendwie verdächtig aus. Aber okay, hier geht's weiter und hier ist wieder so ein... Sally, kannst du deine Zigarette runterwerfen? Wobei, hier ist überall Wasser, das ist keine gute Idee. Da ist doch eine Leiter hinter dem ganzen Geröll. Eine Leiter hinter dem Geröll. Achso, Moment, dann vielleicht den hier. Wow. Ja, wow. Das war eine ordentliche Explosion. Aber immerhin ist Sally hier und kann das jetzt hier anzünden. Los, weiter geht's. Ja gut, Streichhölzer hätte er schon droppen können. Okay, das wäre sein Todesurteil gewesen. Weil dann gab es keinen Ausgang mehr. Haben diese Muster hier irgendwas zu bedeuten? Wenn man nicht mit der Taschenlampe leuchtet... Achso, auch wenn man mit der Taschenlampe leuchtet, aber... Es schaut hier echt cool aus mit dem roten Muster. Echt geil. In der PS3-Version war das, glaube ich, nicht so grafisch ansprechend. Wobei, daran erinnere ich mich auch gar nicht mehr. Vielleicht war das anders. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht was. Das schaut so aus, als müssten wir hier lang. Genau. Genau. Und hier rüber. Genau. Was macht man damit? Die Zeichen kenne ich doch. Und woher? Die Ordnung dieser Zeichen trägt Bedeutung. Also eins... Okay, das heißt, wir müssen sie in der... Das heißt, wir müssen sie in der Ordnung pressen. Also zuerst... Okay, das, dann dieses komische Greifding, dann die Spinne und dann das Gesicht. Das ist das zweite. Das ist das letzte. Wo sind andere? Ach, da hinten. Das ist die Spinne und das ist dann das erste, okay.
Hm. Okay, nochmal. Also Form Greifspinne. Form? Hey, da passiert was. Greif ist jetzt da drüben. Form Greif Spinne Gesicht, okay? Gemerkt, hoffentlich. Okay, ich hoffe, wir kommen jetzt hier rüber. Nein. Dann gehen wir nochmal unten rum und gehen nochmal einen halbwegs normalen Weg. Macht ja auch nichts, wir haben ja hier hoffentlich kein Zeitlimit. An das kann ich mich erneut übrigens nicht erinnern. Also, entweder mein Gedächtnis ist vollkommener Schrott oder die haben das Spiel teilweise umgebaut. Ich gehe von mein Gedächtnis ist Schrott aus. Greif oder ja? Sicherheitshalber, ich möchte das nicht nochmal machen. Greif. Und jetzt Spinne. Genau. Spinne. Wie gesagt, das sind jetzt so Passagen, da kann man halbwegs vernünftig reden, aber auch, außer dass man sich hier Stuff merken muss, passiert jetzt auch nicht großartig was. Also Naughty Dog Spiele sind deutlich besser für selber Spielen geeignet als für Let's Plays, aber das war ja keine wirkliche Überraschung. Schätze ich mal, wenn ihr schon mal The Last of Us gesehen habt oder gespielt habt. Wobei beim Spielen merkt man wahrscheinlich nicht, wie, unter Anführungszeichen, beschissen es zum Let's Playen ist, weil man halt, wenn man was sagen, gut, bei The Last of Us ist es sogar noch fast besser, weil da hat man ständig irgendwas über die Klicker und so zu sagen, aber hier hat man halt hauptsächlich was über Rätsel zu sagen, das wir jetzt hiermit abgeschlossen haben. Und ganz schön tief. Ja, anscheinend sind da an der Seite Stufen. Warte mal, ich seh's mir an. Ist gut. Sei vorsichtig. Wo sind Stufen? Okay. Sollte ich nicht von hier oben, oder was? Ich wollte nämlich gerade runterspringen, aber ah, da ist eine Leiter. Okay. Hey, pass gut auf da unten. Ja. Oh. Alter, okay. Dann erinnere ich mich auch noch an diese dauerhaft. Das ist wirklich dauerhaft, dass irgendwas kaputt geht. Ich meine, ist verständlich, dass hier ist alles tausende von Jahre alt, aber trotzdem. Da geht es übrigens noch sehr tief runter. Ich glaube, da unten ist noch nicht einmal das. Ist das schon das Wasser, das da unten? Ich glaube schon. Oh, oh, übrigens hier sehr schöne Details. Überhaupt nicht gruselig oder so. Das Spiel wird noch gruselig, also gruselig unter Anführungszeichen, aber es kommt noch, für diejenigen, die es kennen, die wissen, was ich meine, aber es kommt noch was sehr heftig ist. Gut. Okay, wir können das nicht ziehen, würde ich auch persönlich auch eh nicht machen. Na, jetzt ist die Frage, wo. Ne. Fuck. Oh, Moment, halten. Oh. Okay, das bringt was. Was genau? Ach, sag nicht, du gehst da drin schwimmen. Es gibt Schlimmeres. Aber wie kommen wir da jetzt hin? Muss ich hier nochmal drücken?
Oh, vielleicht hier unten. Einfach fallen lassen. Alles klar. War das alles das Wasser von oben? Es war aber schon mit Wasser gefüllt, oder? Keine Ahnung. Egal. Wir sind jetzt hier und das reicht. Jetzt bin ich nass. Ja, aber immerhin noch am Leben. Besser als auf Steine aufzukommen. Und hoch und hoch. Keine Ahnung, wo wir hinkommen, aber wir kriegen das schon hin. Ja, und hoch. Jetzt hier rüber. Und, hä? Ich bin jetzt drüben. Bekommst du die auf? Halt, nein. Nein! Holy fuck, okay. Das ist auf jeden Fall hier alles sehr gefährlich. Also wir sind jetzt, glaube ich, schon wie oft? Vier, fünf Mal verreckt hier. Ja, wie gesagt, die Steuerung gepaart mit, wo man hin muss, ist... Also ich möchte sagen... gut, ich möchte eigentlich nicht sagen, dass... Ich möchte mal sagen, es gibt wenig Kletterspiele, die das sowas wirklich gut machen. Aber wir können jetzt doch nicht hier noch weiter hoch. So. Gut. Und da ist es wahrscheinlich da dahinter, von daher... Alter, das war gerade ein geiler Screenshot. Nicht schlecht. Hier ist schon wieder sowas. Was? Hä? Ist was drin? Nein. Scheinbar nicht. Egal. Schätze irgendwo? Nö. Gut, dann geht's hier weiter. Ich nehme den hier. Okay. Okay. Alles klar. Ah, sieht sicher aus. Haha. Sicher. Das hier. Oh. Hey, komm da raus! Schnell! Dammit! Ich konnte nichts mehr machen, möchte ich sagen. Okay, aber wie gesagt, das gibt's hier alles, keine Katzen und so. Das, ich meine, es sind ja immer nur ein paar Sekunden, also von daher... Jump! Die Perspektive. Ich hab's geschafft! Nichts passiert! Oh. Ja, dass da nichts passiert ist, das war wirklich... wirklich glücklich, sage ich mal. Jetzt sieht es aus, als hätten wir endlich Glück. Das will ich danach auch hoffen. Ja, wir nähern uns wieder der Erdoberfläche. Wenn wir auch noch nicht dort sind. Boah, Wahnsinn. Sie haben den Tempel drumherum gebaut. Und um was? Eine Statue. Eine Goldstatue. Eine riesen Goldstatue. Schau mal hier, diese Menschen da. Die huldigen dem Ding. Wenn das überhaupt Menschen sind. Na klar. Eldorado, der goldene Mann. Sully, es war keine Stadt aus Gold. Es war das hier. Es war ein Götze aus Gold. Mann, kannst du dir vorstellen, was das Ding heute wert wäre? Schau mal hier, Spuren. Die Spanier haben sie auf Stämmen weggeschleift. Und wir sind leider 400 Jahre zu spät. Und gehen leer aus. Ja, sieht so aus. Verdammter Mist! Außer... Außer was? Wir folgen der Spur. Ja, große Goldstatue bedeutet große Spuren.
Schauen wir uns mal an. Okay, das wäre wirklich das. Halt, ich will hier hoch rein. Kann ich hier nicht hoch? What the fuck? Doch. Das wäre auf jeden Fall. Kann ich mich hier reinstellen? Nein, das wäre geil. Es ist auf jeden Fall deutlich größer als Nathan. Also so sicher 4 Meter groß. Ah, ich habe doch geahnt, sagen wir mal, dass es hier noch einen Schatz gibt. Komm. Schatz 2, Inka-Pokal. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das. Ist das hier die richtige. Also würde das stehen 3 von 60, wenn das der dritte von 60 wäre und wir den zweiten übersehen hätten? Ich glaube nicht, also. Wahrscheinlich haben wir eh schon einiges übersehen. Das sind übrigens Knochen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob mich mein Hirn täuscht, aber ich glaube, wir bekommen sogar noch erklärt, warum da Knochen sind. In der Nähe dieser Goldstatue. Nur als Info. Für später. So, dass ihr euch daran vielleicht später erinnert. Das weißt du? Nix, okay. Aber hier könnte es so ein Schatz sein, aber... Nee, wir haben gerade einen gefunden, also. Gut, dass hier die Gänge so hoch sind. Genau, wahrscheinlich genau passend, dass die Goldstatue durchschleifen konnten. Ah, hier hören sie auf. Ja, sieht aus, als wäre die Rückwand des Tempels weggesprengt worden. Ja. Die Spanier haben beim Schatztransport eine Abkürzung gebaut. Klasse. Und jetzt? Na, jetzt müssen wir irgendwo hin. Kein Plan wo. Also außer, dass ich hier wahrscheinlich auf die Säulen klettern muss, weil das so Nathan Drake-Style ist. Achso, hier sind wir gerade hergekommen. Ich dachte schon, da schaut so aus, als würden wir hin können, aber... Ach, genau. Einfach mal dort lang gehen, wo man wahrscheinlich hin muss. Ja, und hier... Oh, und hier ist ein Schatz. Das heißt, das ist ja gar nicht der Hauptweg. Der ist nämlich dort vorne scheinbar. Aber okay, silberne Schildkröte. Kann man sich die anschauen? Nein. Das sind einfach nur coole Bilder. Und dieses coole... Diese Pantrick ist es, glaube ich, die ein Geräusch macht. Nice. Da oben will nix sein, oder? Ich meine, da kommt man auch so nicht hin. Okay. Dann weiter. Also, weiter. So, genau. Alles klar. Dann würde ich aber sagen, machen wir an der Stelle einen Cut. Ja, ich glaube, an der Stelle machen wir einen Cut. Wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann schauen, wo die Spanier diese Goldstatue denn hingebracht haben. Und bis dahin sage ich, tschüss, Leute.